Wenn man einen roten Faden durch Commodores Erfolgsprodukte im Bereich der Homecomputer zieht, so finden wir dort, trotz der doch recht zahlreichen Gerätetypen, welche Commodore insgesamt herausgebracht hat, nur eine überschaubare Anzahl an wirklich erfolgreichen Computern. Das Ganze beginnt mit dem 1981 erschienenen VC20. Commodore hatte den sogenannten Video Interface Controller, kurz VIC, entwickelt, konnte ihn aber nicht verkaufen. Dazu kam ein hoher Lagerbestand an 1 Kilobyte Speicherbausteinen. Kurzerhand wurde daraus ein Homecomputer gezimmert, welcher in den englischsprachigen Ländern als VIC-20 verkauft wurde. In Deutschland hatte man Bedenken, man könnte dies als VIC-20 aussprechen und nahm das I einfach heraus. Die Presse machte dann aus dem VC20 den Volkscomputer. Auf den VC20 folgte 1982 der C64, welcher Commodore wohl auf alle Zeit den Titel des meistverkauften Computers aller Zeiten sichern wird. Manche Quellen sprechen von bis zu 17 Millionen verkauften Einheiten weltweit und dies über eine irrwitzige Produktionsspanne von 12 Jahren hinweg. Das muss man sich mal geben. 12 Jahre lang immer die gleiche Technik, lediglich an der Optik gab es Veränderungen und ein paar quasi vernachlässigbare Detailanpassungen. 1987 dann der nächste Renner, der Amiga 500, welcher zum Synonym der Marke Amiga wurde. Und dann kommen wir auch schon zum Ende der erfolgreichen Homecomputer von Commodore. Den Abschluss dieser Best-of-Liste bildet der vor allem in Europa sehr beliebte Amiga 1200, welcher 1992 auf den Markt kam und zusammen mit dem Amiga 4000 kurzfristig den Konkurs von Commodore 1994 überlebte und unter Escom, bis zu wiederum deren Konkurs in 1996, noch weiter produziert wurde. Und obwohl der A1200 in den früheren Folgen der Yesterchips bereits sehr oft Stargast war, so ist es doch nur angemessen, ihm eine eigene Folge zu widmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den 32. Yesterchips zum Thema Amiga 1200. Der in den 90ern so angesagten Keilform im Kfz-Tuning-Bereich folgend, präsentiert sich unser A1200 äußerst schneidig. Glücklicherweise blieb ihm das Schicksal erspart, als Unterlegkeil oder Türstopper verspottet zu werden, wie dies beim Sinclair ZX81 der Fall war. Beruhigend ist auf den ersten Blick die Tatsache, dass man von außen nichts unerwartet Neues entdecken muss. Der 1200er hat, genauso wie der 500er, eine sehr gut bedienbare Tastatur und im Vergleich zum 600er ist die Tastatur vollständig, komplett mit 10er Zahlenblock. Dank des Einsatzes der SMD-Technologie konnte die Platine des 1200ers kleiner ausfallen als beim 500er und dabei trotzdem mehr Leistung entwickeln. Es mag nicht sonderlich ins Gewicht fallen, aber der 1200er kommt ein wenig weniger wuchtig daher wie der 500er. Eine Parallele zum 600er finden wir hier. Es gibt 3 LEDs statt nur 2 LEDs wie beim A500. Diese sind für die Anzeige von Power, Aktivität vom Diskettenlaufwerk oder von der optionalen Festplatte. Wenn man kein HD-Modell des 1200ers erstanden hat, so hat man ab Werk ganz klassisch das seitlich eingebaute Diskettenlaufwerk als Massenspeicher zur Verfügung. Dieses Laufwerk kann Double Density Disketten mit 880 Kilobyte und auch HD-Disketten mit 1,76 Megabyte verwenden. Zumindest wenn man einen Commodore A1200 hat. Escom baute in seine 1200er modifizierte PC-Diskettenlaufwerke ein, was oftmals zu Problemen geführt und dem Escom 1200er im Ruf freilich geschadet hat. Generell werden im Amiga 1200 als auch 4000 die HD-Disketten nur mit halber Geschwindigkeit bearbeitet, weil der dafür zuständige Chip Paula einfach nicht schneller die Sache geregelt bekommt. Egal ob DD oder HD, auch im A1200 kann man getrost die vorhandene alternde Mechanik gegen Floppy-Emulatoren wie den GoTec oder den HXC austauschen.
Hat man ein HD-Modell des A1200 erwischt, so kann man sich über eine interne Festplatte und die damit verbundene Verarbeitungsgeschwindigkeit freuen. Die Bezeichnung HD ist allerdings kein K.O.-Kriterium. Jeder A1200 hat intern einen IDE-Port und kann dort bis zu zwei Geräte betreiben. Doch dazu später mehr, wenn wir uns die Innereien anschauen. Auf der Rückseite offenbart sich uns eine wahre Anschlussphalanx. Kein anderer Amiga ist ab Werk mit so vielen Schnittstellen ausgestattet wie der 1200er. Doch gleich die erste hier ganz links muss ich mit dem Schild "Ist nachgerüstet" deklarieren. Das ist der DVI-Ausgang des Flickerfixers Indivision AGA von Individual Computers. Dort, an der Stelle, wo der DVI-Ausgang jetzt sitzt, befand sich im Original einfach nur eine Plastikklappe. Und für was diese Klappe im Original einmal gedacht war, darüber kann ich nur spekulieren. Ich habe mal die Theorie aufgeschnappt, dass hier Platz war für ein angesagtes Full-Motion-Video-Modul. Naja, wie gesagt, Theorie. Daneben finden wir die beiden neunpoligen Amiga-typischen Anschlüsse für die heute sogenannten Human Interface Devices, also sprich Maus, Joystick, Lichtgriffel, Gamepad, whatsoever. Denkt bitte daran, dass hier nur Amiga-Mäuse funktionieren. Serielle Mäuse für den PC gehen nicht. Es folgt der Disk Drive Port für den Anschluss externer Diskettenlaufwerke. Der A1200 kann in Summe bis zu 4 Diskettenlaufwerke verwalten, ein internes und bis zu 3 externe. Da der 1200er ab Werk mit mindestens Kickstart 3.0 ausgeliefert worden ist, kann man auch von einem externen Diskettenlaufwerk das System booten. Hier haben wir den 25-poligen D-Sub-seriellen Port, beispielsweise zum Anschluss eines Modems oder eines Null-Modem-Kabels, mit dessen Hilfe man Daten austauschen kann, Stichwort Amiga Explorer. Ebenfalls 25-polig der Parallelport, die klassische Schnittstelle für Drucker, die aber auch für Datentransfer taugt oder etwa auch für die Steuerung eines externen Genlogs. Amiga-typisch finden wir hier die beiden Audio-Cinch-Buchsen für die Ausgabe des vierkanäligen Stereo-Sounds. Wichtig zu wissen, wir brauchen hier stets Aktivboxen. Wiederum daneben haben wir hier nun den 23-poligen RGB-Anschluss für einen 15 kHz oder Multisync-Monitor. Aus diesem Anschluss bekommt man ab Werk das beste Bildsignal heraus, welches der Amiga liefern kann. Das zweitbeste Bildsignal bekommen wir direkt im Anschluss aus der gelben Composite-Videobuchse. Anders als beim A500 haben wir hier statt Graustufen tatsächlich ein vollwertiges Farbsignal anliegen. Ganz unten auf der Qualitätsskala in Sachen Bildausgabe finden wir den RF-Modulator. Dieses Ding kann man echt als ein Überbleibsel aus den 80ern bezeichnen. Hierüber kann man mit einem simplen Koaxialkabel ein Fernsehsignal aus dem Amiga auf den Fernseher übertragen. Heutzutage, mit unseren Flatscreens, ist das praktisch keine Option mehr. Entweder sieht man gar nichts, weil die Fernseher das miese Signal nicht akzeptieren, oder man hat am modernen Fernsehgerät gar keinen Anschluss mehr für ein analoges Antennensignal, oder aber das Bild wird gnadenlos dargestellt, in all seiner Unschärfe und Verwaschenheit. Kleiner Exkurs zur Erklärung, warum wir hier drei Qualitätsstufen haben. Beim RGB-Ausgang haben wir alle Signale voneinander feinsäuberlich getrennt. Die Informationen für Rot, Grün und Blau sowie das Sync-Signal werden auf getrennten Leitungen übertragen. Der Sound kommt über die Cinch-Buchsen. Ein ordentliches Kabel vorausgesetzt, hat keines der Signale auch nur die Chance, ein anderes Signal zu stören. Das Ergebnis? Ein tolles Bild. Um dies nutzen zu können, benutzt man entweder, wie gesagt, einen Amiga-tauglichen Monitor, welcher mit 15 kHz Zeilenfrequenz klarkommt, oder man nimmt ein RGB auf SCART-Kabel, mit dessen Hilfe man den Fernseher als Monitor einsetzen kann. Einzige Voraussetzung hierfür, der SCART-Eingang am Fernseher muss RGB-fähig sein. Muss man vorher herausfinden, meist steht RGB an der Buchse dran.
Bei der nächsten Variante geht man den goldenen Mittelweg aus Qualität und Kosten. Mit einem einfachen AV-Kabel, also zweimal Audio und einmal Video, bekommt man einwandfreien Sound und ein mittelmäßiges Bildsignal. Mittelmäßig, weil alle Bildinformationen über eine einzige Leitung gejagt werden. Beim RF-Signal ist's dann ganz vorbei. Hier wird auch noch der Sound mit auf eine Leitung draufgepackt. Dazu kommen noch die Verluste, die beim Modulieren des Hochfrequenzsignals entstehen und babsch, haben wir ein Bild, wie wir es vom Atari 2600 kennen. Wieder zurück auf das Heck des 1200ers. Bleibt außer der Spannungsversorgung aber nichts Spannendes mehr übrig. Hier kann man alle Netzteile zum Einsatz bringen, welche für Amiga-Tastaturcomputer verfügbar sind. Es ist allerdings von Vorteil, die leistungsfähigeren, leichten Schaltnetzteile zu benutzen, gerade dann, wenn man den 1200er noch aufrüsten möchte. Ein normales Standard-Amiga 500 Netzteil kommt da schon schnell an seine Grenzen. Auf dieser Seite finden wir den PCM-CIA-Port, über den wir verschiedene Erweiterungen an den A1200 anschließen können, doch dazu im Detail später mehr. Für den Betrieb des Amiga 1200 brauchen wir die Basiseinheit A1200 natürlich, ein Tastatur-Amiga-Netzteil, vorzugsweise eines der leichten, leistungsfähigen Schaltnetzteile, eine Maus und je nach Bedarf Joystick oder ähnliches. Wer nur mal die Funktion testen möchte, der braucht keine Maus. Die Bedienung via Tastatur ist zwar möglich, wenn auch nicht so komfortabel. Für den Bild- und Toncheck reicht, wie gesagt, ein einfaches AV-Kabel und ein entsprechendes Fernsehgerät. Dann noch ein bisschen Software dazu und wir können eine erste Probefahrt unternehmen. Doch wie bei jedem Oldtimer checkt man erstmal das, was sich unter der Haube befindet. Das Öffnen ist relativ einfach. Den Amiga herumdrehen und auf die Tastaturseite legen. Schrauben lösen und am besten gleich ganz herausnehmen, sonst fliegen die Dinger beim jetzt folgenden Umdrehen durch die Gegend. Muss nicht sein. Beim Öffnen aufpassen, dass man nicht unbeabsichtigt das Kabel zum LED-Panel oder das Flachbandkabel der Tastatur beschädigt. Für gewöhnlich hat ein Amiga 1200 ein RF-Schutzblech über der Platine, welches mit kleinen Metalllaschen in Position gehalten wird. Biegt man diese Laschen jedoch ein paar Mal hin und her, das lässt sich nicht vermeiden, dann brechen die Dinge ab. Keine meiner A1200s hat noch sein RF-Schild, aber es geht auch ohne. Der Amiga 1200 wird oft als der kleine Bruder des Amiga 4000 angesehen und zu Recht. Beide haben den AGA-Chipsatz, können also unter anderem mehr Farben und höhere Auflösungen realisieren als ihre Vorgänger wie etwa der Amiga 500. In Zahlen liest sich dies so, der Amiga 1200 kann in all seinen Standard-Screen-Modi stets 256 Farben aus einer Palette von 16 Millionen darstellen. Der Vorgängerchipsatz ECS schaffte es typischerweise auf 32 Farben aus 4096 bzw. 64 Farben im Extra Half-Bright Modus oder 4096 Farben sogar im Hold and Modify, kurz HAM Modus. Im AGA-Chipsatz finden wir nun auch neue Namen. Aus Agnes wird Alice, aus Denise wird Lisa, dazu kommt Gail, zuständig für den internen IDE-Port, und lediglich Paula bleibt Paula, unverändert, wie seit Urzeiten. Als Prozessor kommt ein Motorola 68 EC020er Prozessor zum Einsatz.
Dieser ist fest auf die Platine verlötet und taktet mit 14,28 MHz. Wenn man etwas Schnelleres haben möchte, kommt man um den Einsatz einer Turbokarte nicht herum. Theoretisch kann man eine FPU zu der vorhandenen CPU ergänzen, dazu müsste man aber den Lötkolben schwingen, denn es ist kein entsprechender Sockel vorhanden, lediglich die Lötstellen. Das EC in der Bezeichnung des Prozessors ist wichtig, denn es signalisiert, dass es sich mit dem 020er zwar um einen 32-Bit-Prozessor handelt, er allerdings nur einen 24-Bit breiten Adressbus hat, ganz so, wie wir es auch vom 68000er aus dem A500 kennen. Dadurch sind reine Speichererweiterungen nur bis zu maximal 8 MB möglich. Auch hier kann eine Turbokarte Abhilfe schaffen. Warum nur die EC-Variante des 020er Prozessors zum Einsatz kam? Die wahrscheinlichste Erklärung lautet mal wieder Kostenersparnis. Schade, aber da ist nichts dran zu ändern. Der Arbeitsspeicher, als reines Chip-RAM ausgelegt, beläuft sich ab Werk auf 2 MB. Diese sind fest auf der Platine verlötet und 70 Nanosekunden schnell. Die 2 MB sind gleichzeitig das Maximum an möglichem Chip-RAM und können nicht weiter aufgerüstet werden. Für den Basisbetrieb sind die 2 MB ausreichend. Möchte man aber ein wenig mehr machen mit seinem 1200er, so ruft man schon sehr bald nach FastRAM. Dieses installiert man idealerweise zusammen mit einem schnelleren Hauptprozessor über eine Turbokarte. FastRAM-Speichergrößen so im Bereich 128 MB sind dann kein Problem mehr. Wer nicht so viel Geld anlegen möchte, der greift zur reinen Speichererweiterung. Hier bietet der A1200 zwei Möglichkeiten. Entweder ebenfalls durch den Trapdoor-Slot oder durch den PCM-CIA-Port, welchen wir neben dem A1200 nur noch am A600 finden können. Reine Speichererweiterungen unterliegen aber, wie gesagt, den Beschränkungen des 24-Bit-Adressbuses und damit der 8-MB-Grenze. Was man auch noch wissen sollte, wenn man eine 8-MB-Speichererweiterung im Trapdoor-Slot installiert hat, ist der PCM-CIA-Port dicht. Dann geht dort nichts mehr. Die bessere Lösung ist, in jedem Fall, eine Turbokarte. Der Trapdoor-Slot des A1200 ist gänzlich inkompatibel zu den Trapdoor-Slots des A600 oder A500, was nicht weiterhin verwunderlich ist, denn mit dem Slot des 1200ers kann man etwas mehr anstellen als bei den älteren Modellen. Im 500er und 600er diente der Slot hauptsächlich der Erweiterung des Arbeitsspeichers. Im A1200 ist der Slot eher vergleichbar mit dem Expansion-Port des A500. Entsprechend kann man hier eine Turbokarte installieren. Nur um nochmal die Definition einer Turbokarte herauszustellen, eine Erweiterungskarte, welche nur aus einem Hauptprozessor und dessen Ansteuerungslogik besteht, nennt man Prozessorkarte. Wohingegen eine Erweiterungskarte, welche nur Arbeitsspeicher, aber keinen Prozessor beherbergt, als Speichererweiterung deklariert wird. Eine Karte aber, welche mindestens beides, also Hauptprozessor und 32-Bit Arbeitsspeicher vorweisen kann, nennt man Turbokarte. Diese Turbokarten können, wie die hier gezeigte Blizzard 1230-4, noch andere Features bieten, wie etwa eine FPU oder einen Anschluss für einen schnelleren, DMA-fähigen Festplattencontroller, durch den das gesamte System nochmals deutlich beschleunigt wird. Der Trapdoor-Slot ist allerdings sehr eng bemessen, sodass es bei einigen Karten hier zu Problemen mit der Hitzeentwicklung kommen kann. Vor allem für den Dauerbetrieb sollte man daher stets für eine gute Durchlüftung sorgen, wenn nicht sogar für eine aktive Kühlung in Form eines Ventilators. Für die Installation einer Erweiterungskarte im Trapdoor-Slot muss der A1200 nicht aufgeschraubt werden, es reicht völlig, die Klappe an der Unterseite zu öffnen. Personal Computer Memory Card International Association. Ja, so, um ein bisschen verbale Diarrhoe loszuwerden. Die Abkürzung ist etwas geläufiger, PCM-CIA. 1990 startete diese Schnittstelle in die Welt, sodass der A1200 mit Baujahr 1992 zu einem frühen Vertreter von PCM-CIA wurde.
Der geschichtliche Hintergrund ist wichtig, denn 1993 wurde der PCM-CIA-Standard ein weiteres Mal überarbeitet, sodass der A1200 mit dem vorher geltenden Standard ein wenig zurückgeblieben ist. Wichtig zu wissen ist, dass nur sogenannte 16-Bit-PC-Card-Erweiterungen im A1200 funktionieren. Die 32-bittigen Card-Bus-Karten funktionieren nicht. In den Yesterchips Folgen 4 und 5 wird thematisiert, wie man mit Hilfe einer PCM-CIA-Netzwerkkarte den A1200 ins heimische Netzwerk und oder gar ins Internet bringen kann, sowie die Möglichkeit des einfachen Datenaustausches durch den Einsatz eines PCM-CIA Compact Flash Kartenlesers. Wie gesagt, kann man hier klassischerweise auch bis zu 8 MB Fastram ins System einbinden. Es gab und gibt auch noch andere Erweiterungshardware für diesen Port, welche heutzutage kurios anmuten. Als Beispiel sei hier mal nur das externe CD-ROM-Laufwerk genannt, welches man am PCM-CIA-Port anschließen kann. Eines merken wir uns noch. Es soll zwar angeblich gehen, Karten im laufenden Betrieb zu stecken und abzuziehen, allerdings wird in jeder originalen Bedienungsanleitung, die ich habe, dringend davor abgeraten. Es hängt davon ab, was man betreibt. Bei einer SRAM-Speichererweiterung wird das System zwangsläufig abschmieren. Bei einer Netzwerkkarte besteht andererseits eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die Karte sogar wieder stecken kann und dann einfach wieder die Verbindung aufbauen kann. Wenn man es sich aber einfach und sicher machen möchte, dann lässt man das mit dem Hot Plug bzw. Hot Swap. Ja, so langsam dürfte klar werden, dass der 1200er ein kleines Connectivity-Wunder ist. Aber es geht noch weiter. Auf dem Mainboard finden wir diese Stiftleiste hier, den Uhrenport. Dieser war, wie der Name vermuten lässt, ursprünglich für die Nachrüstung einer akkugepufferten Echtzeituhr vorgesehen, denn eine solche hat der A1200 ab Werk nicht. Diese eher triviale Einsatzmöglichkeit lässt zunächst gar nicht vermuten, dass hier eine Technologiebasis schlummert, die auf dem PC erst unter Windows 98 so richtig stabil und populär wurde. Ja, man glaubt es kaum, aber über den Uhrenport kann man mit dem A1200, dem A4000 übrigens auch, eine USB-Anschlussmöglichkeit verpassen. Rapid Road ist ein heutzutage populäres USB-Modul von Individual Computers. Aus dem gleichen Hause gibt es den Silver Surfer, eine High-Speed-serielle Schnittstelle für eben diesen Uhrenport. Es gibt daneben auch noch andere Erweiterungen, die an diesem Port betrieben werden können, auch so ganz unerwartete Dinge wie eine Soundkarte zum Beispiel. So unscheinbar die Stifte da auch sind, so leistungsfähig ist die dahinter steckende Technologie. Dies geht sogar so weit, dass es Erweiterungshardware, etwa Steckkarten oder Turbokarten für andere Amigas gibt, um diese mit einem Uhrenport nachzurüsten, welche dann wiederum die eben angesprochenen Erweiterungen nutzen können. Beispielgefällig die Netzwerkkarte CrossSurf, ebenfalls von Individual Computers, eine Zorro-Karte, mit der man dem 2000er einen Uhrenport verpassen kann. Nicht übel. Ich habe hier nur einen Hinweis. Es gibt keine Orientierungshilfe, wie herum man ein Modul für den Uhrenport installieren muss. Es gibt keine 1 wie beim IDE-Port. Da heißt es Anleitung, genau lesen und aufpassen. Verfallserscheinungen zeigt der A1200 nur im Bereich der überalterten Elektrolytkondensatoren, welche ihr Verfallsdatum mittlerweile deutlich überschritten haben und zum Auslaufen neigen. Solche trockenfallenden Kondensatoren äußern sich oftmals in Video- oder Audiostörungen oder ganz allgemein gesagt in einem instabilen Verhalten des A1200. Wenn man sich den Austausch nicht selbst zutraut, dafür gibt's die bekannten Foren, einfach mal eine Anfrage stellen, es wird euch mit Sicherheit kompetente Hilfe zuteil werden. Noch ein paar Worte zum Kickstart. Wie im Amiga 4000 und 3000 ist auch im 1200 das Kickstart auf zwei ROM-Bausteinen untergebracht. Ab Werk lieferte Commodore die Version 3.0, in den S-Com Amigas gab es dann das heute sehr populäre 3.1. Die 3.0er Version lässt sich einfach 1:1 gegen die Version 3.1 austauschen. Aber Vorsicht! Neben der obligatorischen Ausrichtungsnase auf den Chips, welche übereinstimmen muss mit ihrem Gegenpart an den Sockeln,
gilt es da noch eine andere Kleinigkeit zu beachten. Diese Kontakte hier bleiben frei. Die Sockel sind länger als die Chips, daher hier bitte besondere Aufmerksamkeit walten lassen. Und auch noch ein paar Takte zur Workbench. Natürlich ist es ratsam, stets die Version der Workbench zu verwenden, welche auch beim Kickstart zum Einsatz kommt. Das ist jedoch keineswegs ein K.O.-Kriterium. Man kann auch die Workbench 3.1 mit Kickstart 3.0 verwenden, ohne dabei auf größere Probleme zu stoßen. Da die Workbenches größer Version 1 jedoch auf mehreren Disketten vorliegen, die 3.1 bringt es auf stolze 6 DD-Disketten, ist in jedem Fall der Einsatz einer internen Festplatte, vorzugsweise einer Compact-Flash-Karte, vorzuziehen. Wie man eine solche einbaut und einrichtet, seht ihr in der Yesterchips Folge 2. Die Advanced Graphics Architecture, kurz AGA, ist, wie diese Spiele hier eindrucksvoll zeigen, ein ordentlicher Entwicklungssprung im Vergleich zum vorherigen Enhanced bzw. Original Chipset, kurz ECS bzw. OCS. Man darf sich aber nicht von den blanken Leistungsdaten ins Boxhorn jagen lassen. Ja sicher, AGA kann VGA-verträgliche Videosignale generieren. Mit der in der Workbench mitgelieferten Einstellung Multiscan kann man beispielsweise 640x480 Bildpunkte darstellen bei VGA-üblichen 31 kHz. Da könnte man nun glauben, man brauche keinen Flickerfixer und oder Scan-Doubler und könne stattdessen einen einfachen, günstigen Amiga 23 Pol RGB auf VGA-Adapter einsetzen, wie etwa diesen hier. Klar, das geht auf der Workbench auch erstmal gut, aber immer zu Ende denken, denn viele Programme und darunter natürlich die meisten Spiele nutzen Amiga-Screen-Modi mit 15 kHz. Die Folge? Der Bildschirm bleibt dunkel. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge und zu meiner höchst persönlichen Meinung. Der Amiga 1200 ist, meines Erachtens nach, die ideale Einstiegsmaschine für den Neuanfänger auf dem Gebiet Amiga, der noch nicht so genau weiß, was er mit dem Amiga anstellen möchte. Wenn man dem 1200er eine kleine Turbokarte spendiert, ob es nun eine klassische von früher oder eine modernere von heute ist, da kann man frei wählen, und noch eine Festplatte hineinsteckt, hat man eine tolle Spielemaschine, auf der beinahe alle verfügbaren Titel laufen sollten. Dabei spreche ich nicht nur von Originalspielen auf Diskette, sondern freilich auch von WHD-Load. Wenn noch etwas Kohle übrig ist, dann kann man noch über einen Flickerfixer nachdenken, aber nur dann, wenn man wirklich an einen VGA-Monitor drangehen möchte. Das mitgelieferte Kickstart und die dazugehörende Workbench sind komfortabel und intuitiver bedienbar als die etwas angestaubte blaue Workbench, welche wir vom A500 kennen. Freilich, zum Aufrüsten mit Erweiterungskarten ist der A1200 nicht die beste Wahl. Man kann zwar das A1200 Board in einen Tower einbauen, mit einem Busboard versehen und damit weiter aufbrezeln, aber mal ehrlich, wenn man so etwas vorhat, dann kann man auch gleich über einen A4000 nachdenken. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge der bemerkenswerten Leistungsfähigkeit des A1200 zumindest ansatzweise Rechnung tragen. Wie eingangs erwähnt, war der 1200er schon ein paar Mal Gast in den Yesterchips. Vielleicht schaut ihr euch deswegen auch mal die früheren Folgen an. Wenn noch Fragen offen sein sollten, und das werden sie,
garantiert, dann schaut in die bekannten Foren. Als da wäre das Forum 64, A1K, das Forum vom Verein zum Erhalt klassischer Computer oder auch das Forum von meiner Sendeanstalt, dem Circuit Board. Zur frecksten Not gibt's mich auch noch. Bis zum nächsten Mal dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.